dasselbe. Egal welches Spiel, das Inventar ist immer zu. Ja. Das ist nun mal leider so. Man hat einfach zu viel zum Mitschleppen. Schon wieder zu warm hier, ja. Gut, ich kann ja einfach mal noch ein zweites Mal hierher rennen und den Rest hier zurück. Aber 4,5 Kilometer ist ja ein schön, ja. Da halt, wenn wir die Bikes haben. Ja. Ich habe ja hier unten einen PvP-Block gesetzt. Und ja. Ja, tu es hier auf dem Karte markieren und dann. Ich hab doch hier schon wieder alles an, was ich anhaben muss, um kühl zu bleiben. Ja, Wüste ist natürlich ein bisschen blöde jetzt hier immer. Aber wenn man eigentlich alle kurze Sachen anzieht, dann geht das eigentlich immer. Okay. Weil es doch relativ warm ist, ey. Gleich mal als erstes wieder Clay holen, ey. Wenn es wieder heller ist. Na, dasselbe. Ja. Ja, jetzt kriegt man zwar nicht so viel Steine hier raus, sag ich mal. Aber also immer 2 Steine und 4 Sand immer pro Schub. Man ist aber deutlich schneller mit dem Bauen hier. Kann das hier ein bisschen deutlich ausufern lassen dann. Aber das sieht schon geil aus, wenn da die Zombies in diesen Stromzaun rinlatschen. Ja. Ich hatte dann oben einmal ringsherum gemacht und hatte dann unten eben auch nochmal innen drinne. Also wenn sie an die Säulen ran wollten, dann hatte ich da auch noch Strom drauf gelegt gehabt. Wir haben immer schön geblitzt und also nicht immer so lange dauern würde, bis wieder Tag ist. Dann kannst du auch schon losrennen. Ja klar. Ein Moped würde ich es machen. Ja. Muss nur schnell noch sein. Ja. Aber Ausdauer. Und ich am Stein hängen bleiben. Ja. Wenn gerade 10 Zombies hinter ihm sind. Ja. Irgendwas ist komisch. Vorhin habe ich ein Wildschwein gesehen. Bin dem hinterher. Das ist mal kurz über einen Stein rüber gebackt. Hm. Und dann war es auf einmal weg. Ich habe es auch nicht mehr gefunden. Keine Ahnung, wo das hin ist. Ja gut, aber die Scheißviecher, die sich so relativ schlecht. Also finde ich zumindest. Ja, das kommt noch dazu. Aber ich habe glaube ich einen Wildschwein und einen Reh habe ich auch schon erlegt. Ah, okay. Also. Aber das habe ich in der Zwischenzeit auch schon, weil er alles aufgebraucht, also da. Ja, mit dem Essen war ich auch am Kämpfen. Ich habe jetzt sogar ein paar alte Schäm-Sandwichchen gegessen. Hm. Aber alles gut. Na dann geht's ja. Weil davon kannst du ja auch Magen-Darm-Probleme kriegen, glaube ich, ja. Ja. Und dann ja hast zur Not du hätte ich noch hier eine Antibiotika-Pille rumliegen gehabt, also bevor ich verhungere. Achso, ja. Ja, dann geht's ja. Dann kann man ja. Dann kann man das Risiko eingehen. Aber gleich erstmal hier Mining hochgeskillt, ey. Jeder schaufeln wie von selbst, ey. Ja. Ja. Ausdauer geht kaum runter. Gibt's doch ja nicht. Aber ich muss unbedingt auch mal kurze Kleidung finden, ja. Ich habe bisher nämlich bloß eine kurze Hose an und das war's. Okay. Fehlt mir noch ein T-Shirt. Bisschen warm in der Wüste. Ja. Ja, man konnte sich eigentlich mal so ein Poncho, Laserponcho, der macht nämlich übelst dich an Kühlung. Ich glaube minus 20 Grad oder sowas. Ah. Kannst du dir dann nämlich noch so überziehen wie eine Jacke oder sowas denn? Dann hast du damit überhaupt ja keine Probleme mehr. Brauchst aber 20 Liter dafür. Oh. Ja. Und das brauchen wir aber erstmal für die Schmiede. Habe ich jetzt eigentlich meine Woodframes mit ihnen? Ja. Och. Ja,
sonst habe ich hier mein eigenes Grab geschaufelt eben gerade. Ja, ja, bald Tag, dann komme ich vorbei. Bring ein paar mit. Ja, du bist aber 4,5 Kilometer entfernt, du brauchst den ganzen Tag, denn in der Zwischenzeit bin ich verdurstet. Bei denen hätte ich nämlich so gedacht, dass man im Crafting-Raum denn das eventuell auch aus Glas macht, denn die Wand zum Garten hin, denn dass man denn da schön immer ins Grüne gucken kann unter Tare denn. Ah, ja. Also ein bisschen hübsch muss man es in der Apokalypse auch haben. Ja, wenn sie noch. Ach, du Grün. Was denn? Ja, ich muss ein bisschen laufen, dann festgestellt. Potzomis da, oder? Nee, in deine Richtung ist ein bisschen weit. Ich dachte nicht, dass 4 Kilometer so weit sind. Das habe ich da unten schon runter hier gemacht. Na, hoffentlich stürzt das hier hin. Traue ich mich nicht immer so ran, ja. Also ich sehe hier schon mal eine Stadt. Du siehst schon eine Stadt. Ja. In der Wüste oder was? Nee. Dann ist da zwischendurch noch eine Stadt. Nee. Meine Stadt ist hier in der Wüste. Also Wüste / Schneebium. Die liegen genau nebeneinander. Ah, jetzt fängt er hier an. Und ich kriege nicht auf den Kopf. Und schön einsammeln alles hier. Kommt her, meine Kinderchen. Bist du jetzt fertig hier? Ja. Oh. Bergab. Wie die Steinchen mir folgen, denn. Auch mal lustig, ey. Ich nehme vor allen Dingen vorrangig hier die Steine mit. Bevor die mir hier verschwinden. Eine relativ große Stadt. Wenn ich kannst du ja mal eine Markierung machen. Dann. Du bist ja. Aber da geht doch ja keine Straße raus, oder? Sehr gute Frage. Ach, das ist die Nuller. Oder? Die was? Ja. Das ist die Nullerstadt ist das. Da mal bitte nicht reingehen. Ohne vorher in den Rucksack zu legen. Weil da laufen Ferale und so weiter rum. Ach nö. Das wundert mich ja gerade schon mal auf, dass mir das Bier gerade ausgegangen ist. Nicht durch das gefährliche Gebiet rennen. Jetzt habe ich hier die Grafikfiller oder was? Ja, meine Fresse. Die blöden Grafikfehler hier. Weg höchstens? Nee. Immer noch nicht. Warum denn nicht, ja? Jetzt ja. Muss man erst sauer werden hier. Hoffentlich sind meine Hunde, die hier nachts waren, ein ganzes Stück weiter hier rannt er. Ja. Ich habe keine Lust, irgendwelche Hunde zu treffen unterwegs. Hm. Also die Wüste habe ich mittlerweile gefunden. Hm. Auch wieder eine Stadt. Gucke ich mal gleich. Oh, bist du schon nah dran, ne? Ja. Da war es aber flink gewesen, ey. Ja, ja, ein Hoch auf Bier. Ja. Ach, Bäumchen. Ach stimmt ja, die Bäumchen wachsen ja auf dem Wüstengrund zwar. Oh, die erreichen bloß, glaube ich, 600 oder sowas an Größe oder an Stärke. Ach so. Ja, die werden denn nicht so groß sein. Wer beschwert sich denn hier schon wieder, ey?
Mensch, krauch doch hier nicht auf dem Boden rum. Du hast doch zwei gesunde Beine, ey. Was ist bei hier? Ach du Scheiße, ey. Wo laufen die Hunde hier rum? Hör ich gar nicht gern. Ich hatte doch eben gerade was hier geholt. Warum ist eben gerade so ein Zombie aufgestanden, so als wie Hülle? Kann ja auch noch ein bisschen weiter wechseln. Hoff nicht in meine Richtung. 32 Grad, ich brauche unbedingt einen Poncho, ey. Ach, da ist der Hund. Mach ich den kurz weg. Ist ja jetzt schon ein bisschen angeschlagen, ey. Nicht, dass der mich beim Kramen denn. Wie viel haben wir? 151 Pfeile. Voll aufgeladen bin ich. Dann schleiche ich mich mal ran, ja. Das war ein sneaky Schuss. Das war natürlich nichts gewesen. Auch nichts, ey. Trifft den blöden Hund nicht. Hoch! Gleich mit dem ersten Schuss gekillt, ey. Oh. Das ist natürlich. Ja, weil ja schon ein paar Mal, denke ich mal, durch die Dings durchgelatscht ist. Durch die scheiß Kakteen. Dann kriegen die ja auch Schaden. Ach so. Ja. Deswegen, weil der hat hier rumgejault, also müsste einmal schon, zumindest einmal schon an so einer Kakteen hängen geblieben sind. Ja, wo bist du jetzt genau? Wer einen großen? Du müsstest doch eigentlich. Siehst du diesen großen Bogen? Ich sehe hier so ein Militärcamp und so eine rote Scheune. Da vorbei, dahinter. Da ist noch ein Hund. Gut, wieder mit einem Schuss schön. Kisten sind im Keller oder? Ne, hängen oben an der Decke. Ja. Ja, wie gesagt, das war erstmal für die erste Nacht, um da überhaupt erstmal klar zu kommen. Hab ein bisschen Eier und Fleisch mitgebracht. Ja, das ist schön. Nur ein Cooking Pot und ein Grill füllt uns. Wandskiste. Und damit können wir auch noch kein Wasser abkochen. Deswegen habe ich da die Dosen jetzt immer noch. Ja, ich habe auch noch mal ein bisschen Schnee mit. Ja. Auch 42 Grad habe ich. Ich habe 103 Fahrenheit hier. Achso. Überhitzt. An dieser Hose. Wenn die Temperatur steigt immer noch. Ja. Ja, meine ist jetzt stabil bei 41 und 42 Grad. Jetzt geht's runter. Die Sonne steigt und dann. Also mir wird immer wärmer. Ich kann nichts tun, ich bin komplett nackt. Na, hattest du kurze Sachen irgendwas gehabt, oder? Oder ein kühler? Schwarzes T-Shirt, kurzärmeliges. Das kannst du doch anziehen. Das kühlt doch. Oh, und setz hier so einen Cowboy-Hut auf, den kannst du ja mit ein paar Fasern herstellen, der kühlt dann auch. Och, du bist das. Oh. Erschreck mich doch nicht so eher. Entschuldigung, da muss ich dran gewöhnen. Ich schleiche immer irgendwo. Ich hab gedacht, ein Hund kommt hier oder sowas. Ey. Nächstes Mal bellig. Ja. Ja, aber die Scheißviecher sich auch so anschleichen, ey. Wollen wir den Freefall Tower nicht ein bisschen kleiner machen? Was? Ich meine jetzt von der Größe, das letzte Mal war er ja relativ groß. Können wir machen, sag ich mal.
Ich weiß nicht, ich habe mal ein paar anderen Let's Plays gesehen, dass sie sehr, sehr klein waren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was da besser ist. Ja, also 3x3 oder sowas würde ich jetzt nicht machen, sag ich mal. Was so die minimalste Sache ist. Aber zumindest auf Innenmaß 5x5 oder sowas vielleicht gehen. Das kann man schon machen. Dann ja, hat man auch nicht so eine hohen Kosten. Denn. Ja, Instandsetzungskosten. Ja, Instandsetzungskosten und jetzt so beim Bauen eben. Wo du sagst, jetzt muss ich ja 10x10 eben dementsprechend komplett auskleiden. Ja. Ja, aber wie gesagt, du hast da ja ein bisschen mehr Erfahrung, ich kenne mich da nicht aus. Ja, weil wie gesagt, mach den immer 10x10 groß, wegen dem Garten eben. Ah, stimmt. Das ist so, und deswegen mache ich den eigentlich größer immer. Okay, weil ja, wenn man jetzt, kann man ja so machen. Ja, weiß ja jetzt, wo ich sage, die Cobblestone gehen ja auch schnell zu produzieren, sag ich mal. Da muss ich nämlich auch wieder was trinken, ja, sonst. Ich brauche auch mal wieder bald was zu trinken und zu essen. Na, zu essen steht ja hier genügend rum, sag ich mal. Noch. Das stimmt. Oh, da hinten kommt eine Zombie-Horde angelaufen. Wo, in Richtung zu uns, oder? Ja. Bist du denn? Da. Von wo kommen sie denn direkt aus? Ich gucke also aus dem Westen. Aber das waren nur zwei Stück, die dann irgendwelchen Steinen rumgebackt sind. Deswegen sah es so aus, als ob die tonnenweise angelaufen kommen. Ja. Aha. Er stöhnt hier und möchte den Kopfschuss haben. Ah, da. Was macht das? Oh. Bitte, hast du ein Mining-Helm dabei? Du hast doch schon einen off, kann ich den bitte kriegen? Du bist ja immerhin. Gib dann mir nicht. Das ist ja voll fies. Ja. So, dann müssen wir mal hier alles mal ein bisschen rausschmeißen. Also Sand habe ich hier noch irgendwie. Ja gut, können wir genug Fläschchen machen. Und wir vielleicht mal in die Stadt gehen. Und einen Kochtopf suchen. Oder schmeißt du die Schmieden dann schon an? Also wenn ich unten die erste Reihe fertig habe, sage ich mal, dass ich die hinstellen kann, dann würde ich gleich ihn anschmeißen. Also ich weiß nicht, was da Shiviyang ist. Weil ich habe nämlich hier unten ja an der Leiter, habe ich ja die Heuballen hingepackt. Eben. Ja. Wollte mal ausprobieren, ob das hier so funktioniert. Habe mir aber dann sofort das Bein gebrochen. Dann. Ganz was Neues. Ja. Und das Bein war bestimmt auch durch gewesen. Ich habe ja oben, wollte ja das zudecken. Hat auch fast gehalten. Und dann, als ich die letzten zwei oder drei Ringe gesetzt habe und in der Mitte stand, brach das mir alles zusammen. Bin dann die 40 Blöcke runtergefallen. Dann. Oh. Eben, und war dann natürlich sofort tot gewesen. Dann. Gute Frau, kommen Sie mal hier hin. Und wenn sie nicht mag? In dem Fall halt den Rücken, das geht auch. Da Flex. Ein paar Laufschuhe hat sie dabei. Naja, passt ja zu einer Cheerleaderin. Ja. Ja, die hat eigentlich auch meistens kurze Sachen dabei. Ja, aber gut, ich möchte nicht unbedingt in so einem Röckchen rumrennen. Wenn sie erstmal kühlen tut, ist so, ja. Ja, ich wundere mich gerade, warum mir warm wird. Neben Feuer sehr schlau. Jo. Noch wärmer wird ja, wenn du im Feuer stehst. Brauchen wir ein paar Kartoffeln? Immer. Zumindest für einen Anbauenden. Wieso? Weil hier in der Stadt ein Beet ist. Ich nehme mal die Kartoffeln mit. Ja, immer einsammeln. Einsammeln, eventuell gleich Dings draus machen. Samen dann gleich mal draus machen, dass man die nicht aus Versehen isst. Ah. Ja,
Wie viel, oder wie viel hast du denn da? 55. Ja, da reichen ja 10 Stück aus. Ist so. Du brauchst nicht jetzt die 55 Stück da. Wenn man 55 Kartoffeln aus Versehen isst, dann stimmt das. Ja, wenn man großen Hunger hat. Oh ja.